Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, nachdem ich in meinem gestrigen Videobeitrag, ja, hier oben verlinkt, ja, darin nur nebenbei auf die aktuellen Prognosen der Großbanken zur weiteren Goldpreisentwicklung eingegangen bin, ja, werden wir uns heute einmal im Detail anschauen, was da im Großen und Ganzen von den Experten, vermeintlichen Experten, ja, was von denen erwartet wird. Ja, zu dem Zweck eines ganzheitlichen Bildes vom Goldmarkt für den Privatanleger, auch wenn der Goldpreis gegenwärtig eine ganz eigene Dynamik hat, aber das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Und wenn euch noch mehr Videos zum Thema Gold interessieren und zum Thema Edelmetalle im Allgemeinen, dann schreibt, nein, ja, dann abonniert jetzt völlig kostenlos diesen YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke. So. Aber kommen wir ohne Umschweife direkt zur Sache, und zwar mit der Goldpreisprognose von Goldman Sachs. Diese Großbank erwartet einen Goldpreis irgendwo zwischen 2.300 und 2.700 US-Dollar bis Ende dieses Jahres. Und dabei wird auch offen und ehrlich eingestanden, dass ja traditionelle makroökonomische Faktoren nicht mehr vollständig die Entwicklung des Goldpreises erklären können. Darum auch eben diese relativ große Goldpreis, also die relativ große Spanne beim Goldpreis, ja, bei der Prognose. Und wohl bemerkt, dass auch ohne Berücksichtigung potenzieller Zinssenkungen, das ist ganz besonders wichtig zu betonen, denn beispielsweise die Bank of America erwartet einen kurzfristigen Goldpreis von bis zu 3.000 US-Dollar, aber eben unter der Prämisse, dass im weiteren Jahresverlauf die Zinssätze sinken werden. Und weiterhin erwartet die Bank of America auch einen Silberpreis von mehr als 30 US-Dollar in den nächsten 12 Monaten. Aber wir bleiben in diesem Videobeitrag heute erst einmal weiter beim Gold, ja, und kommen damit zu der nächsten Goldpreisprognose von UBS oder UBS, wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall Schweizer Großbank, ja. Diese Bank erwartet einen Goldpreis von sage und schreibe 4.000 US-Dollar, wobei aber ein Zeitraum von 2 bis 3 Jahren genannt wird und solche im Durchschnitt dann ja ganz grob 20% jährliche Preissteigerung beim Gold in den nächsten Jahren. Die halte auch ich für nicht unwahrscheinlich, wenn nämlich die geopolitischen Spannungen immer weiter zunehmen und sich die Macht über den Goldpreis zunehmend in den Osten verlagert. Denn nichts anderes meint, wie gesagt, Goldman Sachs damit, wenn traditionelle Faktoren, ja, beim Goldpreis nicht mehr greifen, denn dahinter steckt nicht mehr und nicht weniger als die westliche Einflussnahme mit allen möglichen Spekulationen am Papiermarkt, die eben zunehmend an Bedeutung verlieren. Und infolgedessen werden meines Erachtens dann zukünftig auch die Terminverkäufe von Seiten der Minengesellschaften, die werden deutlich zurückgehen, denn es hat niemand irgendetwas zu verschenken am Markt. Und das Paper-to-Gold-Ratio, das könnte dann auch deutlich sinken und einen im wahrsten Sinne entfesselten Goldpreis bewirken. Ja? Die Chinesen machen es jedenfalls genau richtig, möchte ich meinen, wenn sie nämlich bei ihren Goldkäufen deutliche Aufschläge auf den internationalen Goldpreis im Westen zahlen, aber eben unter der Voraussetzung, dass dieses Gold sofort geliefert wird. Und zwar in physischen 400 Unzen Goldbarren. Ja? Und genau so sollte man es auch als Privatanleger, ja, dann aber natürlich in kleinerem Rahmen machen. Aber das ist nur meine Meinung und keine Empfehlung, egal welcher Art. Aber wie seht ihr das Ganze und wie schätzt ihr die weitere Goldpreisentwicklung ein? Schreibt jetzt gerne einen Kommentar unter dieses Video. Einstweilen alles Wesentliche zu Gold, Silber, aber auch zu Platin und Palladium als Wertanlagen. Ja, das erfahrt ihr ausführlich und leicht verständlich in meinem Buch Das Abenteuer Edelmetalle. Und wenn ihr allgemein noch mehr Videos von mir sehen und hier meine unabhängige Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt, wie gesagt, völlig kostenlos, aber nicht umsonst diesen YouTube-Kanal
Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Daumen nach oben da. Ja, so mache ich das immer. Genau. Und wir sehen uns dann sehr gerne im nächsten Video wieder. Euch alles erdenklich Gute. Habt eine tolle Zeit. Auf bald.